get it if you really want, but you must try, try and try. Wie gehabt, meine Damen und Herren, wir steigen ein mit dem Semifinale. 12 von 22 startenden Paaren haben sich qualifizieren können. Wir sehen pro Tanz zwei Runden, also jeweils 6 Paare in einer Runde. Und wie bei lateinamerikanischen Tänzen Turnieren üblich, geht's mit dem Cha-Cha los. Hier ein Paar. Reine Lateiner mit der Startnummer 2, Stefan Champagne und Manuela Faller aus Freiburg, einer tanzsportlichen Hochburg. Helga. Ja, also die tanzsportliche Hochburg ist unten im Süden des Landes beheimatet. Aber dieses Paar ist ein ganz besonderes Paar, denn wie man schon sehen kann, sehr aktiv und sehr flexibel. Er ist Kanadier, ist also aus Kanada, hier zu uns nach Deutschland gekommen, um mit Manuela eine Partnerschaft zu bilden. Mit der Startnummer 7, hier haben wir sie im Bild, Raphael Grüninger und Helga, wer ist es? Ein weiteres Paar aus Freiburg. Und hier kann man auch die Unterschiede schon etwas sehen. Ein sehr gutes Paar, aber mit Stefan und Manuela noch nicht zu vergleichen, denn die Aktionen sind noch nicht ganz so voll und ausgereift. Startnummer 3, Martin Dielmann und Lydia Weißer aus Pforzheim. Da muss ich jetzt gleich mal die Frage an die Expertin stellen, Helga. Ja. In Troisdorf ging es ja sehr knapp, so ganz knapp, ja, gegen Michael und Linda, also Michael Hall und Linda Pedersen. Das wird spannend heute. Das wird sehr spannend. Denn machen die zwei den zweiten? Oder? Das kann ich natürlich noch nicht sagen. Das liegt daran, wie sie sich jetzt heute präsentieren. Allerdings muss ich sagen, der Martin Dielmann ist kein Unbekannter. Er war 92 schon mal Vierter der Deutschen Meisterschaft mit einer Norwegerin. Und das Schöne an der Sache ist, die beiden haben sich zuerst freundschaftlich kennengelernt und dann haben sie beschlossen, zusammen zu tanzen. Naja, schauen wir mal, ne? Oder? Wie heißt das so ja, schön? Schauen wir mal. Mit der Startnummer 13. Ja, glückliche Hamburger. 13. Ja, nicht ganz. Sie ist aus Bremen, denn ihre Eltern haben eine Tanzschule in Bremen. Und dieser Gitta hat erst ein Jahr in dieser Partnerschaft jetzt mit diesem Partner Jürgen Kapanke und Sagitta Renz aus Bremen. Richtig. Erst kürzlich gab es in Dortmund die Chürweltmeisterschaften. Michael Hall und Linda Pedersen, aber auch Hansi Galke und Bianca Schreiber. Beide halten diesen Titel, sind also Chürweltmeister. Wie kann man denn, wie kann denn sowas passieren? Ja, also ich habe mich auch gewundert, aber es ist wohl so, die Ergebnisse sind so gefallen, dass der Michael zum Beispiel in einer Sparte vorne lag und der Hansi und die Bianca in der anderen. Und es dadurch, dass eben da die Hochrechnung noch nicht ganz so extrem gemacht wird in den Chürweltmeisterschaften, weil das ein Turnier ist, was noch nicht ganz so lange existiert, haben sie zwei Weltmeister gekürt. Mhm.
Hier im Bild Stefan Ricken und Susanne Venture aus Dorsten mit der Startnummer 21. Ja, letztes Turnier, ein Endrundenpaar. Sie waren in der Endrunde. Vorrunde war schon sehr gut heute, aber sie hat ein bisschen Probleme mit ihren Füßen. Denn ich habe sie schon besser gesehen, deswegen bin ich gespannt, ob sie ihren sechsten Platz halten können. Diese zwei hier im Bild, meine Damen und Herren, kommen aus Berlin und halten derzeit den dritten Platz der Rangliste. Laurens Michelke und seine Frau Nicole. Ja, Nicole hatte im letzten Jahr viele Probleme mit ihrer Hüfte, aber anscheinend ist es jetzt im Moment stabil. Sie bekommt also Anwendungen und er hat sich sehr verbessert. Also ich habe ihm heute schon gesagt, dass er sehr gut aussieht. Sie sagte, ich bin mit diesem Mann verheiratet, Gott sei Dank. Das war schön. Die beiden müssten eigentlich die Startnummer 1 tragen, denn sie sind die Ranglisten-Ersten. Heute haben sie die 5, weil die Startnummern nach dem Alphabet vergeben wurden. Hans-Reinhard Galke, Hansi und Bianca Schreiber aus Freiburg. Outstanding, brauchen wir gleich drüber zu reden, glaube ich. Also die Fachleute sagen, da kommt keiner ran. Weit ab im Moment. Aber es wird spannend um den zweiten, dritten und vierten Platz. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. Heute mit der Startnummer 16, Joachim und Sylvia Lambia aus Düsseldorf. Sie hielten bis Troisdorf. Das war das erste der lateinamerikanischen Turniere. Den fünften Ranglistenplatz sind dann abgerutscht nach dem Troisdorfer Turnier auf den sechsten Platz. Ja, ob sie den halten können werden? Ja, das ist schwierig, weil dieses Paar ist ein sehr routiniertes Paar. Sie tanzen schon sehr lange, man kann es sehen, es ist wirklich sehr ausdrucksstark. Aber die jungen Paare strömen nach. Und das Temperament und auch der Druck der Paare wird immer größer auf die beiden. Every day I pray, I'll be on my way, saving love for you, California blue. On sunny day, I'll get back again. Somehow, somewhere, but I don't know when. California blue, California blue, still missing you. Es stellt sich also die Frage, Helga, wir werden das ganz explizit verfolgen, können die zwei noch in der Endrunde sein? Ja, die Chance besteht, je nachdem, wie die anderen Paare sich präsentieren. Working all day. And the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through,
far away from you. Dr. Peter Ingris und Tatjana Drexler aus Hemmingen, derzeit dritter Platz der Rangliste in den lateinamerikanischen Tänzen. Auch hier wird sich was tun. Ja, ein sehr ausdrucksstarkes Paar auch, nur der Peter muss manchmal etwas aufpassen. Er hat sehr gute choreografische Ideen, möchte die auch verwirklichen und hin und wieder überzieht er. Er kann brillant sein, aber wenn er dann mal einen schlechten Tag erwischt hat, dann ist es nicht so gut. Wir wollen mal schauen, wie er heute seine Rolle vertritt. Welchen Tag hat er heute? Ja, wir haben ja zusammen wir haben ja heute zusammen die Vorrunde gesehen. Ja, also er ist in der Vorrunde etwas unter seinem Niveau geblieben. Wobei, das ist bei einigen Paaren so, dass die sich erst eintanzen müssen. Still missing you, California blue. Da sieh mal einer an, eine neue Kleidermode mit der Startnummer 12. Oliver Kessler und Petra Matschulat aus Köln. Wird damit eine neue Modeära eingeleitet? Tja, also im Moment ist es sowieso sehr offen. Jeder trägt das, was ihm beliebt. Manche geschmackvoll, andere geschmacklos. Nun muss ich sagen, dieses Kleid sieht an Petra sehr hübsch aus. Würde wahrscheinlich an anderen Damen nicht so gut aussehen. Ich bin nicht unbedingt für die kurzen Röcke, weil sie doch sehr von der Bewegung auch manchmal ablenken, nicht so schön schwingen. Aber naja, wir wollen mal gucken, was sich im nächsten Jahr tut in puncto Mode. Herzlichen Dank für den Paso Doble. Und ich bitte Jochen Bauer um die Musik. Die Turnier- und Sportordnung, meine Damen und Herren, des Deutschen Professional-Tanzsportverbandes legt fest, in welchen runden Abläufen es zur Reduzierung eines Starterfeldes bis auf 6 Paare zur Endrunde kommt. Wir sind hier in der Zwischenrunde im Semifinale. Aus 12 Paaren müssen die Wertungsrichter 6 herausfinden.
die Sie noch einmal sehen möchten in der Endrunde. Hier im Bild mit der Startnummer 22 Martin Schröer und Miriam Jennifer Schauerter aus Dorsten. Und damit haben wir Ihnen eigentlich alle 12 Paare vorgestellt. Mhm. Helga? Ja, alle sind jetzt vorgestellt worden. Also das Feld ist sehr dicht beieinander. Es ist gerade so in den speziellen, den hinteren Plätzen, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer nun das Finale erreicht. Die vorderen Plätze sind sehr, sie tauschen zwar, aber sie sind für das Finale eigentlich sehr stabil. Hier vorne haben wir noch mal im Bild Peter Drexler und seine Frau Tatjana. Peter Ingris, ja. Peter Ingris, ja. Genau umgekehrt. So, jetzt brauchen wir noch den Jive. Wow, look at them, look at them, look at them, look at them. Oh, we. Look at them, look at them, look at them. Oh, we. She's so fine, fine, fine. She's so fine. She's so fine, yeah, 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 yeah. She's so fine, fine, fine. She's really sweet. Also es geht bei diesem Turnier, meine Damen und Herren, nun in der Tat darum, und das hat das erste Ranglistenturnier gezeigt in Troisdorf. Der erste Platz scheint besetzt zu bleiben von Hansi Galke und ja. Bianca Schreiber, weil sie wirklich außen vor sind. Ja, das kann man sagen, ja. Aber es wird spannend um den Platz 2 und 3, also richtig, die Plätze 2 und 3. Ja. Kann Michael Hall ihn halten? Ja, das ist die Frage, weil die Lydia ist ja mit ihrem früheren Partner schon mehrfach deutsche Meister geworden. Sie waren auch international sehr gut in den Turnieren. Und mit der neuen Partnerschaft, das dauert immer eine gewisse Zeit, bis sich alle beide dann auch daran gewöhnt haben. Aber der Angriff ist da. Vor allen Dingen Michael kämpft natürlich ganz wild und möchte gerne seinen zweiten Platz halten. Look at them, look at them, look at them. Oh, we. Oh, look at them, look at them, look at them. Oh, we. Oh, ah, oh, ah, oh. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine. She's so fine, yeah, 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 yeah. She's so fine, fine, fine. She's a really sweet about as gay. Die Turniermusik heute macht Jochen Brauer und seine Mannen. Die Paare scheinen wirklich beflügelt zu sein von dieser schwungvollen, aktuellen und wirklich mitreißenden Musik. Hier haben wir nochmal, ja, die Favoriten auf jeden Fall, Hansi und Bianca. Ja, und da kann man auch sehen, dass sie sich nicht schonen, denn der Hansi, der ist schon, ja, man sieht das, also der Schweiß steht ihm schon auf der Stirn. I need a pill, he calls it from my head to toe. I want to want you know. I love it, I love her, cause she's so right. She's so right. She's so right. She loves it all night. Letzter Tanz des Semifinales. Die Wertungsrichter müssen jetzt entscheiden. 6 Paare sehen wir in der Endrunde wieder. Aber es gibt hier auch ein wunderschönes.
sehr einfallsreich, die ganze Geschichte. Ich möchte sie eigentlich in die Kategorie futuristisch einordnen. Es war sehr futuristisch, das stimmt. Fürs Publikum sehr attraktiv, weil es ein bisschen anders ist. Aber ist das Tanz? Ja, solange lateinamerikanische Elemente enthalten sind, kann man das als Lateinkür oder zum Kürprogramm gehören zuordnen. Nun, es waren lateinamerikanische tänzerische Elemente, ohne Frage drin, aber es waren auch sehr viele Jazz-Elemente drin. Das ist richtig, es war eine Mischung. Schlimm wäre es gewesen, wenn Sie nur Jazz gezeigt hätten. Jetzt haben wir als Dritte auf der Tanzfläche. Sie halten derzeit den vierten Platz nach der Endrunde. Stefan Champagny und Manuela Faller aus Freiburg. Sie tanzen zur Musik von Five Guys Named Moore, einem Musical, was mit sehr viel Erfolg derzeit in London läuft. Of emotion. I'm in love with a chick named Bessie. She cuts up whenever she takes the notion. Don't get messy, Bessie. Keep your whiskey quiet. When you had a couple of drinks, a woman, you just might start a riot. Ow! Don't get messy, Bessie. Try to play it cool. 'Cause you just wait till I get you home, mama, and I'll get messy too. One more time. You just wait till I get you home, mama, and I'll get messy too. Ja, jetzt sehen wir Dr. Peter. In dem Skating-System, in der Bewertung bis 11, ja. Warten wir es ab. Im Moment können wir gar nichts sagen, wir können nur die Daumen drücken. Und hier ist Ihre neue Kür. Bislang haben Sie Carmina Burana getanzt. Mit dieser Kür sind Sie vor einigen Tagen Kürweltmeister geworden. Viel Spaß. You know you make me wanna shout.
Das war ja nun wirklich ein Erlebnis. Und Helga, wir beiden haben vorhin drüber gesprochen. Wir wollten Sie nicht stören, meine Damen und Herren, beim Betrachten dieser Kür. Wir müssen mal wirklich was sagen. Unsere Jungs von Licht- und Bildregie und Kamera machen heute super Bilder. Ganz toll. Sie machen sie eigentlich immer, aber heute ist es ganz toll. Die Musik, die schon lange nicht mehr im Handel erhältlich ist, irgendwie beschafft. Gemeinsam wurde dann zu dritt diese Kür erarbeitet, mit der die beiden soeben Kürweltmeister wurden. Bianca Schreiber und Hansi Galke. A group of fellas found a new kind of music and they decided to call it jazz. And Schluss mit der Kürrunde. Jetzt wird gerechnet, um zum Endergebnis dieses Turnieres zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hans Rainer